Dein Sehnsuchen ist ein wahres Narrenspiel. Die Gefahren soll verankert in mir sein, erkannt. Doch wir werden niemals schweigen, ihren Krieg für Recht ansehen. Gehen gemeinsam auf die Straße, Deutschland frei und unbequem. Freie Menschen auf die Straße, wir sind viele, wir sind laut. Schließt euch der Bewegung an, weil das System die Freiheit raubt. Freie Menschen auf die Straße, wir sind viele, wir sind laut. Schließt euch der Bewegung an, weil das System die Freiheit raubt. Weil das System die Freiheit raubt. Ja, ja. Absolut, ja. Und er hat sich schon Hallo. Nee, es geht so. Alles gut. So. Hallo ihr lieben Mitstreiter, denn das seid ihr größtenteils ja, ihr lasst uns ja nicht alleine stehen, seid uns treue Weggefährten. Ich möchte hier alle herzlich zu unserer heutigen Demo begrüßen. Wir stehen jetzt heute hier zum 40. Mal. Das klingt nach einem Jubiläum und deswegen haben wir heute auch so eine Bilderzusammenstellung, die wir euch immer mal wieder reinspielen werden mit dem Bildschirm, wo ihr es auch sehen könnt von unseren Aktionen, was wir hier so auf die Straße gebracht haben. Die letzten über 2 Jahre, 2,5 Jahre werden das jetzt fast. Ich begrüße euch alle heute recht herzlich. Ich werde mich relativ kurz fassen. Ja, persönliche Begrüßungen sind möglich heute, es ist ja übersichtlich bei uns bis jetzt. Habe ich also kein Problem, wenn noch jemand kommen möchte, gerne. Aber wir reichen auch gerne das Mikro nachher mal an euch weiter, also ihr dürft euch auch gerne noch auslassen. Ich möchte vielleicht noch mal ein paar Punkte nennen, die so aus unserer Sicht die Argumente sind, für die wir hier auf die Straße gehen, damit es einfach auch mal noch mal klar und deutlich wird. Warum wir diese Demo inzwischen hier seit fast 2,5 Jahren in Wittlich machen, inzwischen einmal im Monat, jeden ersten Sonntag. Im Januar wird das allerdings eine Woche später sein, das sage ich jetzt schon mal, weil wir euch Neujahr nicht auf die Straße schleppen wollen, ehrlich gesagt. Den Tag können wir dann gerne genießen. Wir machen das dann einen Sonntag später, beziehungsweise glaube ich sogar einen Samstag. Das werden wir noch mitteilen. So. Ich mache mal hier so ein paar kurze Ansagen, weswegen wir aus unserer Sicht hier auf der Straße stehen und hätte auch gerne mal eure Meinung natürlich dazu, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr da in einigen Punkten anderer Meinung seid. Jetzt werde ich gerade aufstehen. Wir haben echt Probleme mit der Technik. Alles klar. So, dann versuche ich es mal mit dem Mikro. Also. Wir gehen auf die Straße für sofortigen Waffenstillstand und Diplomatie statt Krieg. Wir gehen auch auf die Straße für den Erhalt des gesellschaftlichen Friedens in unserem Land. Und wir stehen weiterhin hier für den Erhalt unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze. Für den Stopp der schleichenden Enteignung. Sowie für bezahlbare Energie und Lebensmittel. Und natürlich, das war ja der Grund, weswegen wir angefangen haben, auf die Straße zu gehen und unseren Protest zu zeigen, für das Ende aller Corona-Maßnahmen. Denn auch wenn es für viele von uns so aussieht, das ist immer noch nicht zu Ende. Wir haben immer noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht. Ich glaube, man kommt ohne Tests nicht in Krankenhäuser und Altenpflegeheime und Maskenpflicht besteht auch unter anderem noch in Arztpraxen. Das ist zum Teil ein irrer Wahnsinn, was hier in Deutschland noch passiert. In den anderen Ländern ist die Nummer längst durch.
Wir stehen hier des Weiteren auf der Straße für den Erhalt unserer Kultur und unserer Sprache. Auch das muss man vielleicht mal klar definieren. Und wir stehen auf der Straße für die Souveränität unseres Landes. Und diejenigen, die denken, sie könnten auf der Straße etwas verändern, sind die, die es tatsächlich tun und die was verändern. Denn ohne uns wäre diese Pandemie ganz anders verlaufen, als sie jetzt verläuft. Das könnt ihr mir glauben. Also vor dem Hintergrund, denke ich, gibt es eine ganze Menge Gründe, warum wir im Moment auf der Straße stehen sollte. Und ich gebe jetzt mal das Mikrofon weiter an unseren Heinz, der vielleicht auch von euch noch ein paar Argumente und ein paar Meinungen einfangen möchte. Danke, Elke. Ja, also ihr habt gerade schon gehört, das ist die 40. Demo. Und da habe ich aus meiner Schatzkiste ein bisschen was mitgebracht für euch. Und zwar so einen Kurzvortrag zum Thema rechts und links. Politisch rechts und links. Wie sind die Begriffe eigentlich entstanden? Und da wollte ich euch eigentlich ganz gerne zunächst mal selber befragen. Was verbindet ihr mit den politischen Begriffen rechts und links? Kann sich da mal jemand, also gibt es da Freiwillige, die sich outen möchten? Also hier wird ja keiner angepöbelt oder angerempelt, wenn er sich als links bezeichnet oder rechts oder wie auch immer. Hauptsache, die Meinung wird ehrlich geäußert. Und ja, da würde ich doch gerne mal wissen, was verbindest du denn zum Beispiel mit den Begriffen politisch rechts und links? Neueste Lesart würde ich jetzt sagen, wenn du nicht links bist, bist du rechts. Ja, naja, das machen wir, glaube ich, alle. Es ist ziemlich billig geworden, hinzugehen und zu sagen, alles, was nicht nach unserer Fassung ist, ist jetzt rechts. Für mich, und ich habe eine ganz klare Definition, jemand, der rechts ist, und ich meine jetzt damit nicht einfach rechts, politisch, weil dann ist die CDU rechts, sondern jemand, den man guten Gewissens als Nazi bezeichnen darf. Ein Nazi ist jemand, der jemanden anders wegen seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Sprache, wegen seinem Äußeren als minderwertig betrachtet und meint, den auch so diskriminieren und abstempeln zu dürfen. Also so, wie die Nationalsozialisten getan haben. Ja, und das würdest du jetzt als rechts einordnen? Oder als Nein, das ist nicht rechts. Deswegen habe ich gerade gesagt, die CDU ist ja auch rechts. Ich sag mal, man jetzt... Also so viel hat sich zumindest erhalten. Also als ich in die Schule ging, da stand da überhaupt kein Problem, kein Zweifel dran, dass die CDU rechts ist und die SPD links. Also da bestanden schon mehr Zweifel. Aber gut, zumindest so wie die Sitzordnung ja auch im Bundestag war, ne? Rechts saß die CDU und die CSU, glaube ich, noch ein bisschen weiter rechts. Und links war dann die SPD. Und als die Linken in den Bundestag kamen, Mitte, Ende der 90er, glaube ich, ne, da durften die sich dann tatsächlich noch links von der SPD hinsetzen. Ne? Ja, also wenn du jetzt ganz normal betrachtest, was rechts ist, was man früher als rechts bezeichnet hat, bevor die Grünen hier das Ruder in die Hand genommen haben, da waren natürlich Leute aus der CDU, die sich zum Beispiel darum gekümmert haben, dass der Wirtschaftsstandort vorankommt. Also einfach nur Interessen des Landes, ohne das jetzt national nennen zu wollen, aber Interessen des Landes und Interessen der Menschen im Land zu vertreten und statt immer nur die Interessen von anderen Leuten zu vertreten, die uns gerne so verbiegen würden, wie sie am liebsten hätten. Ja. Interessant. Die Frage an der Stelle ist ja, wer sind denn eigentlich die anderen Leute? Die so viel Geschick und so viele Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen. Die mit einer Ausnahme mit jedem neuen Präsidenten immer neue Kriege angefangen haben, die uns immer noch besetzt halten und die uns bis heute einen Friedensvertrag vorenthalten. Ja, mit anderen Worten, die amerikanische Regierung, ne? Wird ja auch oft jetzt darauf hingewiesen, es ist nicht das amerikanische Volk, sondern es ist die Machtklicke in diesem Land. Ne? Aber gut, wir schweifen, wir kommen ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Eigentlich wollte ich ja... Eigentlich wollte ich ja drauf kommen, was verbindest du mit dem politischen Begriff rechts und links? Gibt es da Kriterien? Inzwischen würde ich jetzt mal fast sagen, als links kann ich alles bezeichnen, was unser Land in Zweifel zieht,
wird unser Land demontiert. Das ist für mich inzwischen links. Ja. Also im Grunde genommen und Interessenart, die dem Staat, so wie wir den kennen, unseren Moralvorstellungen, unserer Kultur zuwiderläuft. Alles wird unsere Kultur, so wie wir sie von Kind auf kennen, am liebsten auflösen oder von heute auf morgen beenden würde. Ja. Du hast ja auch schon ein paar graue Haare. Zwei, drei. Als du zum ersten Mal so ein bisschen politisch gedacht hast, da war das doch noch anders, oder? Da war das ganz anders. Ja. Also mein Vater war in der SPD und ich war so groß, da bin ich mit meinem Vater rumgelaufen, bei den Parteimitgliedern in Berlin-Wilmersdorf, die Mitgliedsbeiträge einsammeln. Also so lange habe ich schon mit Politik zu tun. Ich hatte auch einen sozialdemokratischen Vater. Aber da habe ich mich in meinen 20ern von ihm angesichert. Gut, vielleicht noch weitere Wortmeldungen. Möchte noch einer was dazu sagen, was er mit seinem eigenen politischen Weltbild oder wo man sich halt befindet? Inwiefern man das einordnen kann? Kann man das überhaupt noch einordnen in das heutige Rechts oder Links? Gibt es noch irgendwelche Kriterien? Darf ich dich fragen? Also ich denke schon, da hat der... Schön nicht dran gehen. Ja, okay. da hat er schon recht, denn alles, was jetzt eigentlich Deutschland unterstützen sollte, das ist rechts. Und alles andere, was Deutschland kaputt macht und auch die Nationalität allgemein, alles, was dagegen ist, ist links. Das sind meine Beobachtungen. Ja, völlig richtig. Aber ja, du bist ja jetzt ein bisschen jünger. Als ich in deinem Alter war, da war eigentlich immer so dieses Schema, links, das sind die für die Arbeiter, und rechts die für die Unternehmer. Davon ist also praktisch heute gar nichts mehr übrig geblieben. Das weiß ich nicht. Ich beschäftige mich mit Politik auch erst so richtig seit 2015 wahrscheinlich. Das ist schon eine ganze Weile. Ich würde mich persönlich schon als recht bezeichnen. Ja. Aber ich kann jetzt keine Ansicht, die ich mich hier gebrochen habe. Aber im Grunde genommen machst du das fest an dem, was man halt erlebt, was als links beleumundet wird und was als rechts beschimpft wird. Aber irgendwelche Kriterien, was mit den Begriffen zu verbinden ist, oder gar weiß, mal nicht nur dich gefragt, weiß überhaupt jemand, wo die Begriffe rechts und links überhaupt herkommen, wie die entstanden sind? Okay, aber wolltest du noch was sagen? Dann vielen Dank soweit. Ich frage noch mal ganz laut in die Runde. Gibt es jemand, der sagen kann, wie die Begriffe rechts und links entstanden sind? Revolution meint... Ja? Genauer? Ich meine, es wäre so weiter was mit der Revolution zusammen in Frankreich 1789. Dass dann in diesem Parlament, oder wie das damals hieß, da saßen dann die Konservativen, die Royalisten sozusagen auf der rechten Seite und die Demokraten. Das ist schon ganz, ganz die richtige Richtung. Ja. In Wahrheit ist es ein bisschen älter. Ist noch älter. Ja, ist entstanden in den mittelalterlichen Ständeversammlungen. Und damals galten die Plätze rechts vom König als die besseren Plätze. Und deswegen saßen rechts vom König Adel und Klerus und links saß das Bürgertum. Und Arbeiter oder Bauern, die saßen da überhaupt noch gar nicht. Jedenfalls galten die linken Plätze damals als die schlechten. Deswegen musste das Bürgertum damit Vorlieb nehmen. Und so ist das entstanden. Und jetzt lade ich euch jedenfalls alle ganz herzlich zu dem Vortrag ein. Das ist ein Kurzvortrag. Der Fritz-Jörg Höfitz stellt da sein Buch Die Rechts-Links-Verwirrung vor. Das war 2018 in Leipzig auf der Buchmesse. Da saß ich übrigens auch im Publikum. Und
Das hätten wir jetzt euch gerne auch als Video vorgeführt, aber leider haben wir es nicht hinbekommen, Ton und Bild gleichzeitig zu bringen. Und dann entscheiden wir uns doch lieber für einen guten Ton. Jetzt kann also der Jürgen mit dem Vortrag beginnen. Und ich wollte noch mal gerade darum bitten und darauf hinweisen, ist ja hier eigentlich in letzter Zeit immer so gewesen, dass ganz viel Bedarf für Gespräche im kleinen Kreis besteht. Ne? Viele kommen hier hin und unterhalten sich eigentlich auch nur die ganze Zeit in kleineren Gruppen. Das kann man ja nicht vermieten und da besteht offensichtlich eine ganze Menge Bedarf auch zu. Und jetzt zu dem Vortrag würde ich dann bitten, wer sich für den Vortrag interessiert, soll doch ruhig ein paar Schritte näher kommen und die anderen sich so gedämpft halten, das nicht stört. Vielen Dank. Jetzt also die Rechts-Links-Verwirrung von Fritz-Erik Hövels. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich auch sehr, dass Sie alle neugierig genug sind, um sich über ein Thema zu informieren, das sicherlich sehr vielen auf den Nägeln brennt und von dem Sie ja jeden Tag sehr viel erleben und mitkriegen müssen, sodass tatsächlich eine gewisse Verwirrung in den Köpfen eingetreten ist, vielleicht sogar den klügsten und intelligentesten, wenn man dauernd behämmert wird, dann zündet irgendwann mal auch irgendetwas. Beispielsweise als Trotzki, der immerhin Gründer und Führer der Roten Armee, vor Stalin hatte fliehen müssen, hatte Stalin nichts Besseres zu tun, als ihm anzuhängen, er würde mit Hitler zusammenarbeiten. Voilà. Aber wir erleben genau die gleichen Dinge in diesen Tagen auch, beziehungsweise schon längere Zeit in diesen Jahren. Und als Trotzki dann im mexikanischen Exil endlich eine gefährdete Zuflucht gefunden hatte, gab es eine Veranstaltung, die per Rundfunkfernsehen gab es noch nicht, übertragen wurde, wo ein gewisser angesehener amerikanischer Psychologe oder Geisteswissenschaftler namens John Dewey, den damals jeder kannte, den Vorsitz führte, den kann man als bürgerlichen Liberalen bezeichnen. Und auf einmal merkte man, der hatte auch eine Reihe von ganz komischen Vorstellungen über Trotzki schon aus der Presse aufgesogen. Und es war gar nicht so einfach möglich, wieder zu den einfachen Tatsachen zurückzukehren. Nun, wir erleben ja ähnliche Dinge auch in der Makrohistorie, zum Beispiel bei der Durchsetzung des Christentums auf einmal hoppt so ein Gott in den Köpfen, die vorher verhältnismäßig aufgeklärt waren, einfach deswegen, weil ein dauerndes Hämmern auf die Köpfe geht und dann ist 3 gleich 1 und so weiter. Und eine ähnliche Verwirrung können wir doch nun in den letzten Jahren und erst recht in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten ausgezeichnet beobachten, nämlich bezüglich der politischen Begriffe rechts und links. Es ist aus diesem Grunde sicher nützlich, ich muss mich halt wesentlich, warum habe ich das Buch geschrieben, wenn ich das Ganze auch in 20 Minuten sagen könnte, das kann ich natürlich nicht, ich kann mir nur ein Gerüst geben und kann nur die wichtigsten Punkte herausgreifen, den Rest müssen Sie sich, weil es ja immerhin eine 400-jährige, wenn nicht längere Geschichte ist, die es zu verstehen gilt und auch ein wenig zu kennen gilt, dann selber aneignen. Ich kann also nicht mehr leisten in dieser kurzen Zeit als ein paar Stichworte. Das bitte ich Sie halt zu bedenken, wenn Sie dann darüber nachdenken sollten. Nun, die Worte rechts und links als politische Begriffe kommen aus den Ständeversammlungen des europäischen Mittelalters. Die linken Plätze galten als die weniger ehrenvollen und wenn der König nun oder der Landesfürst die sogenannten Stände versammelte, das heißt die Privilegierten des Landes, dann saß Geistlichkeit und Grundbesitz, der sogenannte Adel, Adel heißt nichts anderes als Grundbesitz auf Germanisch, rechts vom König sitze zur Rechten Gottes und so weiter, ist ja immer der Ehrenplatz und soweit der Rest, der sogenannte dritte Stand, überhaupt noch vertreten war, und das war er glücklicherweise dann hin und wieder, das waren also die Bürgerlichen, die freien Reichsstädte und ähnliche, die Zunfthandwerker, wenn sie Glück hatten, dann mussten sie mit den billigeren Plätzen vorwegnehmen, also den Linken. Und daher kommt von diesen politischen Versammlungen aus dem Mittelalter
der politische Begriff rechts und links, nicht der topografische natürlich. Links vom König sind also die Bürgerlichen, rechts von ihm ist die Geistlichkeit und der Großgrundbesitz. Dementsprechend war das, was diese jeweiligen Gruppen vertraten, auch für sie typisch. Das ist kein Wunder. Großgrundbesitzer waren zum Beispiel der Meinung, Erbprivilegien sind prima. Die Bürgerlichen waren dagegen der Meinung, es soll keine Erbprivilegien geben, sondern Leistung soll entscheiden. Das ist also immerhin links von der Kirche, links von dem Großgrundbesitz. Und diese Sitzordnung hat sich nun, nachdem es der bürgerlichen Klasse gelungen war, Stück für Stück und Land für Land an die Macht zu kommen, nach ungeheuren Kämpfen, mit vielen Verlusten, Windungen hin und her, Rückschlägen, Fortschritten und so weiter, eine parlamentarische Herrschaft zu errichten, blieb die Sitzordnung im Parlament erhalten. Rechts saßen also nach wie vor die Vertreter des Großgrundbesitzes beziehungsweise diejenigen, die sich als ihre politischen Mundstücke profiliert hatten. Und links davon saßen die Vertreter des Westes, das heißt aber, soweit sie überhaupt gewählt werden konnten, eben der bürgerlichen, teils der großbürgerlichen, die Bankiers, auch der beginnenden eigentlichen Kapitalisten, also sogenannte Unternehmer, von Bankiers zu trennen, weil sie ja die Produktionsmittel besitzen und nicht die Kredite dafür hergeben. Und schließlich der Rest in Gestalt der Handwerker. Arbeiter, wie wir sie später kennen, also Lohnarbeiter, gab es zu dieser Zeit erst sehr wenige. Ich beziehe mich jetzt auf die Zeit der Französischen Revolution und direkt davor. Die Französische Revolution selber brach unmittelbar dadurch aus, das wissen Sie ja wahrscheinlich, wenn der Schulunterricht erträglich ausgefallen ist, den jeder hinter uns bringen konnte und musste, dadurch, dass die Vertreter des Großgrundbesitzes immer verdoppelt waren. Das heißt, eine Zweidrittelmehrheit hatten, eine eingebaute. Die älteren Brüder erbten nämlich das Fürstentum oder das Landgut und was es so gab, oder die Königsherrschaft, und die Jüngeren wurden dann abgestuft, entweder Erzbischof oder Bischof oder Pfarrer und auf dieser oder Mönch. Das heißt, der geistliche Stand war nichts anderes als die Verdoppelung der individuellen Großgrundbesitzer. Damit war eine Zweidrittelmehrheit für die antibürgerliche Schicht, die Rechte, eingebaut, die Rechts saß. Und dagegen meuteten sehr zu Recht die Vertreter des dritten Standes, also Handwerker und Kleinunternehmer dieser Zeit, indem sie darauf bestanden, sie gehen nicht aus Paris und stimmen auch vorher nicht ab, bevor nicht halbe-halbe statt 1:2 gemacht ist. Und so weiter, der Ballhausschwur, ich brauche die Geschichten nicht zu erzählen, das war auf jeden Fall die Geburtsstunde des politischen Rechts-Links-Begriffs und auch gleichzeitig, wenn ich es einmal ganz pauschal so nennen darf, des geistig-programmatischen Rechts-Links-Begriffs. Und jetzt sehen wir doch einmal uns dieses Programm an. Der entscheidende Punkt rechts war, es soll alles bleiben, wie es ist, denn es passt uns ganz gut so. Wer erbt, hat Glück, und wer Glück hat, ist im Recht. Beweis war schon immer so. Ich kann es also als Schlagwort nennen, die Gewohnheit. Das Produkt der Gewalt. Denn anders kann diese Gewohnheit ja nicht halten. Es würde ja nicht funktionieren, dass die guten Plätze immer in irgendwelchen mehr oder weniger unfähigen Händen bleiben, die auf jeden Fall durch nichts verdient sind. Das heißt heute, ja, das gilt aber natürlich auch für all diejenigen, die man, weil man die Gewalt hat, so schön behämmert hat, dass sie auch dafür sind, dass sie Knechte bleiben. Das heißt, die Gewohnheit derjenigen, die den Vorteil haben, wird natürlich, weil sie ja auch den Vorteil haben, also zahlen können, dafür genutzt, den Rest möglichst so zu bearbeiten, dass er dazu Ja und Amen sagt. Was ist das Gemeinsame? Antwort war schon immer so. Wenn wir also ein Fremdwort wollen, nennen wir das Tradition. Und wenn das in den Köpfen so haftet, dass sie große Probleme haben, sich dagegen irgendwie innerlich und geistig zu wehren, dann heißt das heute Kultur.
Wenn jemand irgendwo ins Hirn geschissen wurde, entschuldigen Sie den Ausdruck, dann ist das Kultur, wenn es von außen von allen Seiten reingehämmert wurde. Diese Perversion des Begriffs ist verhältnismäßig neu, aber 20 oder 30 Jahre ist sie auch alt. Ansonsten bedeutet es das, woran sorgfältig gearbeitet wird. Die Urbedeutung des Wortes Kultur ist die Agrikultur. Also sorgfältige Bebauung des Ackers. Und daraus kann man nun alles Mögliche ableiten. Ich habe mich darüber andernorts geäußert, nämlich in der Nummer 100, der Jubiläumsnummer der Ketzerbriefe, die ist dem Problem der Kultur gewidmet. Man kann sie aber auch nennen wie ein sehr unwürdiges Mitglied der Psychoanalytiker Vereinigung, der mit mir den Vornamen gemeinsam hat, Erik Eriksson, einmal geäußert hat, nämlich das, was die Gesellschaft in das Individuum reingestopft hat, als es schwach war und sich nicht wehren konnte und was dann daraus wurde, das nennt diese Identität. Diese beiden Begriffe sind sachlich jetzt also gleich, nämlich das behämmerte Individuum, wie es dann wurde, das ist die sogenannte Identität, oder aber auch, wenn man es von außen betrachtet, wer auf ihm vor allen Dingen ohne Lücke in Augenblick der Schwäche, das ist dasselbe, rumgehämmert hat, das nennt man dann Kultur. Dazu gehört beispielsweise und meistens an erster Stelle die Religion. Das heißt das Denkverbot. Das heißt die Gewalt gegen das Argument. So, das war jetzt alles rechts. Jetzt gehen wir nach links. Das heißt damals, als der Begriff entstand, Bürgerliche gegen Adel. In dem Augenblick ist der Gegenbegriff die Vernunft, das Argument, die Aufklärung. Es waren alles Bürgerliche oder Adlige, die zu den Bürgerlichen übergegangen waren, weil sie die Vernunft attraktiver fanden als ihre Privilegien. Das Recht attraktiver als das Unrecht, selbst wenn es zu ihren Gunsten war. Einer dieser Adligen, allerdings ein sehr Neuadliger, war Holbach in der Französischen Revolution, der Baron Holbach, ohne den die Aufklärung sehr viel weniger Schutz gehabt hätte. Man konnte sogar, wenn man eines seiner Bücher besaß, dafür verbrannt werden in Frankreich. Es war die Aufklärung, das heißt gegen die Religion, für die Vernunft, für die Selbstbestimmung und nicht für die Gewohnheit, für die Vererbung der guten Plätze, sondern durch Leistung sollen sie kommen, aber nicht durch Erbschaft. Das war das linke Prinzip. Ich wiederhole also, Vernunft gegen Gewohnheit, Aufklärung gegen Religion. Nun, wenn Sie diese merkwürdigen Leute, um es mal zu sagen, die heute in Staatskunst stehen, angucken, dann ist doch sehr merkwürdig, wie gut Sie sich mit der Religion vertragen. Vor dem saudi-arabischen Stand haben Sie beispielsweise zur Freilassung Badawis niemals randaliert. Ist das nicht komisch? Die sollen also links sein? Ja, auch wenn die Zeitung es tausendmal wiederholt, ist das nicht komisch? Ist doch mindestens wie drei und doch eins. Es ist also ein Gewaltergebnis, das auf jeden Fall zur Empirie, das heißt zu den letzten mindestens 300 Jahren der Geschichte, wo es diesen Begriff gibt, im groben Widerspruch steht. Das ist aber nur der erste. Der zweite und wichtigste, vielleicht noch wichtiger, das kann man schlecht sagen, sie gehören zusammen, also Vernunft gegen Herkommen, gegen Kultur, Identität, also Schreiworte, das ist der erste Rechts-Links-Gegensatz. Wie es eine Wasserscheide gibt, und das eine läuft in den Atlantik und das andere läuft ins Mittelmeer, und zwar vom ersten Millimeter an, so ist bei der Anerkennung der Vernunft als oberster Instanz und daher der Meinungsfreiheit die Scheidelinie zwischen rechts und links. Als der Oberbürgermeister von Frankfurt vor wenigen Monaten in der dortigen Buchmesse eine Stürmergesellschaft gegen einen ihm und der Regierung missliebigen Verlag anführte, hat der betreffende Verlagsstandinhaber gesagt, wir sind jederzeit zum Dialog bereit. Also das Gleiche wie die Aufklärer. Das Gleiche wie ich selbstverständlich auch, denn in deren Tradition sehe ich mich. Und möchte auch möglichst viele in diese Tradition hineinziehen und von der Religion und Gewalt weglocken. Da kam, mit euch rede ich nicht. Das ist die rechte Position, die Argumentverweigerung. Falls Sie eine Delikatesse haben wollen,
im Alter von 17 Jahren habe ich ein Stück darüber geschrieben. Es heißt Walter Reke. Man kann sich es auch anhören. Ich hatte keinen Grund seither, die Thematik im geringsten zu ändern. Das sage ich allerdings nur für Leute, die Sinn für Stücke und Literatur haben. Für den Rest ist das wahrscheinlich langweilig. Bei allen anderen garantiere ich, dass sie nicht langweilig sein werden. Nun aber wieder zur Historie und zum eigentlichen Thema. Wir haben also den Gegensatz Vernunftprimat oder Gewaltprimat. Denn wenn wir von so einer Identität, Kultur und so weiter reden, dann ist das ja nichts anderes als ein Gewaltergebnis, wie das kleine Kind beim Aufwachsen behämmert wird, bis sie schließlich im Gehirn was verboten hat. In Zeiten, in denen es möglich ist, durch eigene Leistung etwas zu erreichen, und das war in der bürgerlichen Aufstiegszeit der Fall, im Gegensatz zur Spätantike, im Gegensatz zu der Leibeigenschaft des Mittelalters, dann fördert es die Vernunft, die Behämmerung kann überwunden werden. Ich sage das jetzt alles in volkstümlichen Begriffen, ich kann das selbstverständlich auch in wissenschaftliche übersetzen, aber das ist jetzt weniger nötig. Man muss es einfach verstehen. In dem Augenblick hat die Vernunft eine Chance, dagegen in allgemeiner Knechtschaft verrottet sie wieder. Aus Europa ist sie für knapp 1000 Jahre, mindestens 800 Jahre verschwunden gewesen, mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches und der christlichen Pest. Dementsprechend dem Alphabetisierungsgrad von 80%, das war Rom in seiner Glanzzeit, zu 0,3%, das war nach der christlichen Machtergreifung im Mittelalter. Nun, aber im 12. Jahrhundert, als endlich wieder so etwas wie eine bürgerliche Klasse aufkam, vorher gab es sie einfach nicht, auch keine Städte mehr oder keine Nennenswerten, in dem Augenblick kam auch die Vernunft wieder zurück auf die Erde, jedenfalls in den europäischen Teil desselben, verbindet sich mit dem Namen Abelard, verbindet sich mit dem Namen der Nominalisten, das heißt derjenigen, die sich gegen die Suggestion stellen. Was kann man machen, um sich nichts einreden zu lassen? Antwort: die Vernunft als oberstes Kriterium überall und grenzenlos durchboxen. Da kam natürlich die Inquisition auf den Plan und so weiter. Aber hier beginnt schon im 12. Jahrhundert, nicht vorher, aber dann der Rechts-Links-Gegensatz. Äußerte sich damals als der Gegensatz Nominalismus-Realismus. Mit Realismus ist keine Kunstrichtung gemeint, die besonders wirklichkeitsgetreu malt oder schreibt, sondern damit ist gemeint, wenn es ein Wort gibt, muss es auch eine Sache dazu geben. Und die Erkenntnis der Linken hinzuwollen, der frühen Bürgerlichen geführt, geistig geführt, nicht politisch, geistig geführt durch einen gewissen Abelard, vertat halt, wenn es Worte gibt, muss es die Dinge dazu noch längst nicht geben. Worte, die nur unserer Verständigung über die Realität als solche sagen, sind nichts aus. Die kann man nur mit den Sinnesorganen wahrnehmen. Worte können nur der Kommunikation dienen. Wenn also von Gott und den Hexen die Rede ist, bedeutet es noch längst nicht, dass es Götter und Hexen noch geben muss. Natürlich kann es sie geben, es können ja von Hoveln die Rede sein oder von Käfern, die gibt es tatsächlich. Aber das wissen wir durch die sinnliche Wahrnehmung, nicht durch Worte. Da war die Kirche aber munter. Und wir haben den Rechts-Links-Gegensatz schon an dieser Stelle. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat die Urlinke immer darauf bestanden, dass das Wort gewaltlos bleibt und jede Diskussion unbetont sein muss und diszipliniert stattfinden soll? Antwort: weil sie keinen Grund hatten, sich vor dem Argument zu fürchten. Wer sich vor dem Argument fürchtet, ist gegen die freie Meinungsäußerung und gegen die disziplinierte Auseinandersetzung. Wer ist für Geschrei und Gewalt? Der liebe Gott ist ja gar nichts anderes als eine Art Personifikation der Gewalt. Die Anbetung der Gewalt, mehr ist es ja gar nicht. Als Psychoanalytiker kann ich sagen, ein malignes Introjekt, das in abstrakter Form über ich genannt wird. Aber der entscheidende Punkt ist etwas, was in der Schwäche eines einzelnen Menschen in dessen Hirn reingerutscht ist und sich dann an übermächtige Personen anlehnt, gegenüber dem das kleine Kind machtlos war. Das ist nichts anderes, als was ich die personifizierte Gewalt denke. Und wer sich der unterwirft und dann munter wird, zum Beispiel Pogrome macht, das heißt, das, was ihn ausgemacht hat, woran er sich aber nicht mehr erinnern will, dadurch bekämpft, dass er möglichst viele Leute umbringt oder wenigstens verfolgt, wenn es mit Umbringung nicht klappt, ihn an seine verdrängten eigenen Bestandteile erinnern, ohne dass er das weiß, er ist getrieben durch etwas Inneres, dann nennt sich dieser Vorgang nach Freud Projektion. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Daran erkennen wir auch die Rechte, die projizieren jedes Mal.
Ein Vernunftargument hört sie nicht gern, denn Vernunft hat sie ja in ihrem Hirn auch, aber niedergeknüppelt. Und wer jetzt daran erinnert, soll seinerseits vernünftig werden. Das ist die Projektion. Und hier ist nun der Zusammenhang zur Meinungsfreiheit wieder gegeben. Das heißt, die Ich-Stärke entsteht dadurch, dass der Vernunft keine Gewalt entgegengesetzt wird und sie sich grenzenlos entfalten kann und umgekehrt die Verkrüppelung von allem durch das Gegenteil. Wo kann man die Vernunft noch anwenden? Wir kommen zum zweiten und wichtigsten, genauso wichtigen Punkt. Entweder, indem man gehorcht, wo die Macht ist, Erbschaft, Gewohnheit, Kultur, genau so Zeug. Oder man einigt sich vernünftig. Letzteres betreiben die Aufklärer ebenfalls, und zwar diesmal in Gestalt nicht von Voltaire, sondern von Rousseau. Und seither ist das politische Grundprinzip von alles Linken der Gesellschaftsvertrag. Nicht der König sei guter Mensch, beweise er ist König oder so, deswegen sollte man ihm gehorchen, wenn er nicht so gut ist, sind wir selber dran schuld. Oder irgend so ein Dreck, sondern wir einigen uns vernünftig. Das gilt für alle Menschen. Daher der Gedanke der Menschenrechte, die nichts zu tun haben mit Tradition, Rasse, geografischem Zufall und was es sonst noch geben kann. Zum Beispiel auf der letzten Buchmesse, ich glaube sogar hier, randalierte irgendeine Frau, die offensichtlich regierungsnah war, gegen die Menschenrechte und gegen die Vernunft mit dem Satz, das ist eine Erfindung, die Vernunft oder die Menschenrechte sind eine Erfindung weißer Männer. Wenn es so wäre, dass Geschlecht und Hautfarbe da etwas zu sagen haben, muss ich sagen, dann müsste man die schwarzen Frauen aber zum Schweigen bringen. Die aufgeklärte Haltung ist aber, Rasse und Herkunft und Geschlecht haben nichts verloren bei der Diskussion, sondern ausschließlich die Vernunft und zu dieser sind, im Gegensatz zu dem, was die Reaktionäre behaupten, alle Menschen fähig, unabhängig von Rasse und Geschlecht, nur natürlich nicht unabhängig von dem, was sie als Kinder erlebt haben. Denn wenn man jemanden dauernd auf den Kopf haut, wird der Kopf natürlich schlechter sein hinterher, als wenn man das nicht getan hat. Wenn ein Kind verwahrlost nicht an Bücher kommt, sondern Bim 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 oder Allahu Akbar hört, wird es im Durchschnitt natürlich dümmer sein. Aber das liegt nicht daran, dass es von Natur aus schlechter wäre. Das Ziel der Aufklärung, daher das linke Ziel, muss also sein, erstens die gesellschaftlichen Verhältnisse auf vernünftige Mehrheitsentscheidungen zu gründen, deren Diskussion nicht behindert werden darf, am allerwenigsten durch die Inhaber der guten Plätze und deren Spezies, die sie schützen. Und zweitens, dass die Sprachdisziplin erhalten bleibt, damit die Gewalt aus der Debatte kommt, damit tatsächlich das Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit den Interessen der Mehrheit entspricht und nicht denen, die besser gelernt haben, anderen über den Mund zu fahren und die dementsprechend die Gewaltmittel haben. Ich wiederhole also, und da bin ich weiß Gott nicht der Erste, das können Sie bei einem ganz unverdächtigen, eher etwas rechtsgerichteten, aber leidlich aufgeklärten Autor wie Thomas Mann schon in dessen Dr. Faustus nachlesen, der Unterschied zwischen den Nazis und ihren wenigstens einigermaßen liberalen Gegnern, erst recht der Linken dieser Zeit, war immer, die Linke besteht auf dem Gesellschaftsvertrag, der Rest macht irgendwas mit Gefühlen und so. Das heißt mit Gewalt. Daher kommt nämlich das Gefühl im Allgemeinen. Der Gesellschaftsvertrag als Prinzip gegenüber geerbter Gewalt und geerbten Vorteilen ist das linke Prinzip. Ich sage ein letztes, weil dann leider die Zeit ausläuft. In dem Augenblick, in dem die Bürgerlichen selber, nachdem sie die Herrschaft entweder übernommen hatten oder mit den Großgrundbesitzern wie in England, auch Preußen teilweise, geteilt hatten, oder denen deren Windschatten blieben, wie zum Beispiel in Österreich, aber sich dadurch ganz wohl fühlten, weil sie zunehmend auch Vorteile und vererbliche gute Plätze hatten, rückten sie Stück für Stück von dem linken Prinzip, mit dem sie begonnen hatten, wieder ab und liebäugelten dementsprechend mit ihren alten Feinden aus dem Gepfaff und sogar dem Adel. Fanden beispielsweise lieber in Bismarck ihren Führer als in Engels und so weiter. In diesem Augenblick wurde die Linke sozial abgelöst durch die Arbeiterklasse. Diese nahmen die bürgerliche Versprechung gemeinsamer Entscheidung in freier Debatte beim Wort und deswegen hatten die
diejenigen, die jetzt ihrerseits aber bürgerlichen Besitz erbten, nicht leibeigenen Besitz, allmählich auch Geschmack daran gefunden, an der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und an dem Schulterschluss mit dem Gepfaff. Das heißt, das linke Prinzip wanderte dann im 19. Jahrhundert allmählich vom Bürgertum in die Arbeiterklasse. Nun, ich mache es sehr kurz, durch einen entsprechenden Schulterschluss, erst durch Hitler, dann aber ziemlich weltweit, gelang es, deren Führung wieder auszurotten. Die Sowjetunion wurde ja kurz nach Gründung von den USA und von England 1918 überfallen. Die spielten mit ihr Syrien und es war außerordentlich schwierig. Nahmen noch ein paar Invasoren mit, auch Japaner und Franzosen, aber sie waren die wichtigsten. Es war sehr schwer, sie rauszuwerfen. Sie hinterließen ein zerstörtes Land. Und in diesem Augenblick kann man, wenn absolute Hungersnöte und Versorgungsschwierigkeiten und zerstörte Industrieanlagen sind, natürlich nicht mehr so leicht frei diskutieren wie vorher. Und infolgedessen kam leider in die Sowjetunion zur königlichen Freude ihrer Feinde außerhalb desselben der Wurm rein. Und eine Dekadenz in See und ein Verlassen der ursprünglichen Prinzipien, vor denen oft nur noch Hülsen übrig blieben. Das spricht nicht gegen die Prinzipien, das spricht nur dafür, dass es nicht erlaubt ist und scheußliche Folgen hat, wenn man mit einem anderen Staat Syrien spielt. Nun, die Spieler haben zwar verloren, sie flogen aus, aber unter zu großen Opfern. Und seither war die Schadenfreude über die Dekadenz des linken Prinzips groß. Es erwartet dann noch einmal in einem sehr dünnen Aufguss, für den diejenigen, die ihn trugen, natürlich nichts können, dass es so dünn ist. Denn Hitler hatte ja vorgearbeitet für die FDGO. Er hatte ja die intelligentesten, opferbereitesten, übersichtsfreudigsten Menschen scharenweise getötet. Nicht nur als Individuen, sondern auch im Sinne einer Art Rasterhinrichtung, wo sich die intelligentesten, klügsten, vorteilslosesten und so weiter konzentrieren. Die bringen wir möglichst um. Auch der Grund für den Antisemitismus. Warum? Weil eine religiöse Minderheit, die misshandelt und geschuriegelt worden ist lange Zeit, natürlich im Durchschnitt vorsichtiger sein wird und klüger als die, die immer Mäh und Mühe machen können, weil sie sich in der Menge verbergen können. Also ist anzunehmen, dass zum Beispiel in den Baha'is jetzt in Persien oder eben in den Juden in Europa grundsätzlich eine größere Bereitschaft zum zusammenhängenden Denken gewesen war, als in denen, die leichter sagen können, mein Name ist Hase, ich muss nicht denken. Daher die Rasterhinrichtung auch dieser Gruppe, aber es war nicht die einzige. Das war das rechte Prinzip. Man könnte das rechte Prinzip sogar bezeichnen als die Feindschaft gegen den Geist und gegen den Dialog und das linke dagegen als das Prinzip der Freiheit und der Vernunft. Und mit dieser Übersicht möchte ich heute erst mal schließen, weil wir ja wenig Zeit haben und nur eine mäßige Akustik. Ich danke Ihnen außerordentlich dafür, dass Sie so ruhig und diszipliniert unter der allgemeinen Drohung, die ja jeder spürt, mir zugehört haben. Hoffentlich habe ich mich deutlich ausgedrückt. Ja, vielleicht haben doch der ein oder andere zugehört, ein Stück weit. Ich werde das nochmal in den Gruppen, in den Telegram-Gruppen, den YouTube-Link posten. Ich denke mal, wie man jetzt gesehen hat, das ist vielleicht doch eher etwas, was man auf dem warmen Sofa sich mal zu Gemüte führen kann und sollte. Und nicht vielleicht war es nicht so ganz das Richtige hier für eine Demo. Und jetzt geht's weiter dann gleich mit Tino. Ich habe jetzt Kino. Bei dir ist großes Kino. Okay. Jetzt weiß ich schon. Okay, also hallo liebe Freunde der Wahrheit. Schön euch alle wieder heute hier zu sehen. Selbst heute nach unserer oder bei unserer 40. Veranstaltung gehen uns die Themen nicht aus. Also man könnte ja fast meinen, dass die Leute, dass Leute dafür bezahlt werden, dass wir immer wieder auf die Straße müssen. Es war ja schon fast nicht anders zu erwarten. Jetzt neben Corona, dem Krieg in der Ukraine und den Energiepreisen wird gerade also heute haben wir Probleme mit der Technik.
bitte ich zu entschuldigen. Okay, hoffen wir, dass das Mikro besser funktioniert. Ja, Leute, jetzt wird neben Corona, dem Krieg in der Ukraine und den Energiepreisen gerade das nächste Horrorszenario aufgezogen. Die Rede ist vom ach so schweren, neuartigen Atemwegserkrankung bei Kindern, dem sogenannten Killer-RSV-Virus. Und wir kennen das hier mittlerweile. Dem Volk muss einfach permanent in Angst und Panik versetzt werden. Also ich bin kein Arzt, ich habe auch nicht Medizin studiert, aber ich bin noch nicht ganz blöd und habe mal ein bisschen recherchiert. Gibt man also RSV-Virus in die Suchzeile ein, wird man regelrecht zugebombt mit Schreckensmeldungen, die alle ganz aktuell sind, also nur ein paar Tage alt. Laut Sat.1 Frühstücksfernsehen gefährlicher als Corona. Laut Bild-Zeitung warnen Mediziner schon vor katastrophalen Zuständen und laut SWR bringt das RS-Virus die Kinderstationen bereits jetzt in Bedrängnis. Alles wird wieder mal ganz, ganz schlimm. Aber wenn man ein bisschen weiter sucht, findet man auch ganz schnell Beiträge, die etwas älter sind. Hier mal eine Zusammenfassung der Helios-Kliniken und vom Lungeninformationsdienst zum Thema RSV-Virus von vor ein paar Jahren. Während des ersten Lebensjahres haben 40-70% und bis zum Ende des zweiten Jahres nahezu alle Kinder diese Erkrankung schon mal durchgemacht. Das war schon immer so. In der Regel ist der Krankheitsverlauf harmlos und gleicht dem einer einfachen Erkältung. In Mitteleuropa treten die RSV-Infektionen meistens von Oktober, Dezember bis März, Mai auf. Das RS-Virus löst Infekte der Atemwege aus und diese verlaufen bei älteren Kindern oder Erwachsenen meist asymptomisch, das heißt ohne erkennbare Symptome oder wie bei einer normalen Erkältung. Nur bei Säuglingen kann es in seltenen Fällen zu einer Einweisung ins Krankenhaus kommen. Nur bei kleinen Säuglingen unter 6 Monaten oder Kindern mit Vorerkrankungen kann die Erkrankung etwas schwerer verlaufen. Und Reinfektionen mit dem RS-Virus treten lebenslang und beinahe jährlich auf. Die Erkrankten zeigen dann aber meistens nur wenige bis überhaupt keine Symptome. Die meisten Kinder überstehen die RSV-Infektion innerhalb weniger Tage und fast alle erkrankten Kinder werden wieder vollständig gesund. Bei gesunden Menschen sind die Symptome einer RSV-Infektion normalerweise mild und klingen innerhalb von einer Woche ab. Also ihr seht, das RSV-Virus gibt es schon immer und in sehr seltenen Fällen gab es auch schon immer einen etwas schwereren Verlauf. Es ist kein todbringendes neues Virus. Lasst euch also keine Angst machen. Also durch ihre weltpolitischen Ablenkungsszenarien wie Kriege, Krankheiten, Flüchtlingsverschiebungen, Umweltkatastrophen, Terroranschlägen und Pandemien versuchen sie uns ständig in Angst und Schrecken zu halten, Existenzängste zu schüren, uns zu spalten, um uns klein, hilflos und wertlos erscheinen zu lassen. Aber ein Vogel, der im Käfig geboren wurde, der glaubt auch, dass Fliegen eine Krankheit ist. Wenn also so tatsächlich so viele Kinder erkranken, könnte das ganz eventuell auch andere Ursachen haben. Was haben wir zum Beispiel seit etwa 2 Jahren? Wichtig, die gute Impfung. Der Segen für uns und vor allem eine riesige Menge Kohle für die Pharmaindustrie. Und wie gut diese Impfungen sind, schreibt das RKI in seinem Monatsbericht vom 3. November. Ihr braucht nicht darauf zu warten, dass die Medien oder Politiker euch diese Zahlen nennen, dann würden sie ja mal die Wahrheit sagen. In diesem Monatsbericht steht unter Punkt 3.4, seit Mitte Dezember 2021 wird der Impfstatus von neu aufgenommenen Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erhoben. Von den Neuaufnahmen vom 3. Oktober bis 30. Oktober hatten 2,8% eine Impfung, 8,6% zwei Impfungen, 56,7% drei Impfungen und 20% hatten 4 oder mehr Impfungen. 11,9% aller Neuaufnahmen hatten keine Impfung. Das heißt, 88,1% der Intensivpatienten sind Geimpfte. Das schreibt das RKI. Ich zitiere jetzt aus der Webseite sciencefiles.org. In den letzten 14 Tagen sind knapp 88.000 Menschen... Was ist das? Okay. Ich liebe wirklich. Okay,
Also, in den letzten 14 Tagen sind knapp 88.000 Meldungen zu Nebenwirkungen nach der Covid-19-Impfung in die Datenbank der WHO aufgenommen worden. In den 14 Tagen davor waren es nur etwa 39.000. Die Fälle haben sich also in den letzten 14 Tagen mehr als verdoppelt. Davon waren 586 Todesfälle. In den 14 Tagen zuvor waren es noch 134. Also ein Plus von 344,8% in 14 Tagen. Die Kurve der Impfnebenwirkungen und Todesfälle zeigt steil nach oben. Also wenn ihr mich fragt, das ist mehr als ein deutliches Signal dafür, dass mit den Spritzen irgendwas nicht stimmt. Und ich frage mich, wo ist hier eigentlich die Grenze zum Massenmord? Also Drogen und Alkohol sind mittlerweile was für Anfänger. Wer richtig cool sein will, der zieht sich einfach die Realität rein. Und die Realität ist, dass ein Dr. Sucharit Bhakti als Schwurbler bezeichnet und wegen Volksverhetzung angeklagt wird, weil er die Wahrheit sagt. Das ist die Welt, in der wir leben, Freunde. Dieser Mann hat bereits 13 Preise wegen seiner Arbeit als Mikrobiologe gewonnen und über 300 Publikationen veröffentlicht. Er hat Bücher geschrieben und Ärzte ausgebildet und hat jetzt eine Anzeige wegen Volksverhetzung am Hals, weil er die Wahrheit über die Impfungen ausspricht. Wir haben hier nichts anderes als eine Pandemie der Korruption und der Lügen. So sieht's aus. Daumen hoch. Ihr wollt wissen, wofür Corona geschaffen wurde? George Soros hat es in einem Interview klar gesagt. Er sagte im Wortlaut, Covid-19 half uns vor allem, um Instanzen der Kontrolle zu legitimieren. Also ich sage, die politische Korruption, die wir heute erleben, stammt aus nichts anderem als der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und organisierten Verbrechersyndikaten, wie unserer Regierung. Dieser Ring aus Geheimdiensten und organisierter Kriminalität soll nichts anderes als ein transhumanistisches Sklavereisystem in Gang setzen. Unsere globalen Führer haben jetzt bereits auf dem G20-Treffen in Erwägung gezogen, einen digitalen Impfpass einzuführen, der unter anderem die Voraussetzung für Reisen ins Ausland sein soll. Also noch besser wäre es natürlich, wenn dieser Pass als Mikrochip direkt unter die Haut implantiert werden würde. Aber ich sag, wenn du einen Pass in deiner Tasche, auf deinem Handy oder unter deiner Haut tragen musst, welcher beweist, dass dir ein Mittel gespritzt wurde, um Zugang zu Supermärkten zu haben, um medizinisch behandelt zu werden oder um reisen zu können, dann lebst du nicht mehr in einem freien Land und hast nicht mehr die Kontrolle über deinen eigenen Körper. Und das sollte jeden beunruhigen, unabhängig von der politischen Gesinnung. Also meine Recherchen haben ergeben, dass manche Menschen, insbesondere unsere Politiker, gar keine Laktose brauchen, um intolerant zu sein. Durch die digitale Erfassung von jedem Menschen, der Einpflanzung von Mikrochips und der Abschaffung des Bargeldes wollen sie die Verschmelzung von Mensch und Computer fördern, den Transhumanismus. Transhumanismus ist aber nichts anderes als Eugenik im neuen Gewand und unter dem Deckmantel der Gesundheitsvorsorge. Covid hat uns bereits gezeigt, wie uns diese Form der Eugenik aufgezwungen wird. Während uns der Transhumanismus als ein Weg zur gesundheitlichen Chancengleichheit für alle verkauft wird, ist die Realität aber das genaue Gegenteil. Wer nicht zu einer Elite gehört, dem wird der Transhumanismus bestimmt nicht zugutekommen. Stattdessen ist man dazu bestimmt, als Laborratte zur Perfektionierung der transhumanistischen Technologie beizutragen, wie wir es gerade bei den Covid-Impfungen sehen. Jetzt sehen wir uns einer radikalen Verschlechterung unseres Lebensstandards gegenüber mit steigender Inflation und fabrizierten Energie- und Nahrungsmittelkosten, die sich übereinander stapeln. Alle diese Dinge sind Teil eines Plans, der uns zwingen soll, das Unannehmbare zu akzeptieren. Dafür zu sorgen, dass die Menschen kalt, hungrig, arm und verzweifelt sind, ist ein sicherer Weg, die Menschen zum Kooperieren und zum Gehorsam zu zwingen. Aber um Widerstand zu leisten, müssen die Menschen wissen, was der Plan ist und wohin uns all diese neuen Therapien und Erfindungen tatsächlich führen. Dafür ist es wichtig, die Menschen aufzuklären und zu demonstrieren. Dafür stehen wir hier. Wir sind nicht die Verbrecher, weil wir demonstrieren. Wir demonstrieren gegen die Verbrecher. Was denkt ihr, ist wichtiger? Der Weg oder das Ziel? Die Antwort ist meiner Meinung nach
keines von beiden. Es sind nämlich die Weggefährten und ich danke euch, dass ihr dabei seid. Ihr wollt die Wahrheit? Ich sage, der massive Überwachungsstaat dient nicht dem Aufspüren von Terroristen. Er dient zum Schutz der Eliten vor Leuten wie uns. Die Militarisierung der Polizei dient auch nicht zum Schutz vor Terroristen. Sie dient zum Schutz der Eliten vor Leuten wie uns. Waffengesetze dienen nicht zur Verhinderung von Straftaten oder zum Schutz unserer Kinder. Sie dienen zum Schutz der Eliten vor Leuten wie uns. Und im Sozialismus ging es nie darum, jeden gleich zu behandeln. Es geht schon immer darum, unser Überleben von den Eliten abhängig zu machen. Es ging immer um den Schutz der Eliten vor Leuten wie uns. Manchmal müssen eben erstmal unangenehme Dinge passieren, um uns daran zu erinnern, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern. Ist euch auch schon aufgefallen, wie sehr die deutschen Medien ständig ihre Meinung ändern, um die Staatspropaganda aufrechtzuerhalten? Hier mal ein paar Beispiele. Die Welt berichtete am 25. März 2022, wird zu wenig geheizt, tritt Schimmelpilz in älteren Wohnungen schon nach wenigen Tagen auf. Am 24.06. dann ebenfalls die Welt, ein Artikel mit der Überschrift, wieso kältere Wohnungen gesünder sind. Dann das ZDF Heute Journal am 27.01. ein Artikel mit der Überschrift, die Impfung beeinflusst die Periode kaum. Am 28.10. ebenfalls ZDF, starke Periode als mögliche Impfnebenwirkung. Der Guardian schrieb vor dem Ukraine-Krieg, willkommen in der Ukraine, dem korruptesten Land Europas. Danach ein Land, das für liberale Ideale kämpft. Reuters schrieb vorher, Probleme mit Neonazis in der Ukraine. Und danach, für ausländische Kämpfer bietet die Ukraine Sinn, Kameradschaft und eine Chance. Und für fast alle Medien war Zelensky vor dem Krieg noch autoritär, kriminell und zerbombte sein eigenes Volk. Jetzt ist er auf einmal ein Held. Und für diese Lügen bezahlen wir auch noch jede Menge Geld. Und hey, ich habe vor ein paar Tagen fast meine Kaffeetasse verschüttet, als ich in den Medien etwas Positives über die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gehört habe. Die Demonstrationen waren aber nicht hier in Deutschland, sondern in China. Und das ist natürlich was ganz anderes. Sie haben uns über Libyen belogen. Sie haben uns über die Klimaanwärmung belogen. Sie haben uns bei der Schweinegrippe und auch schon über Corona belogen. Sie haben uns über Massenvernichtungswaffen im Irak belogen. Genauso wie über John F. Kennedy und den 11. September. Aber Leute, ganz sicher sagen Sie uns jetzt die Wahrheit über Putin und die Ukraine, gell? In der Welt, wo die Lüge herrscht, kann die Wahrheit nur eine Verschwörungstheorie sein. Und wenn wir dafür als Verschwörungstheoretiker benannt werden, dann ist das keine Beleidigung, sondern eine Auszeichnung. Also ich habe in meiner letzten Rede schon darüber berichtet, was sich gerade im Europäischen Parlament abspielt, aber die Medien berichten weiterhin nichts darüber. Und deshalb wiederhole ich es nochmal. Die Pfizer-Managerin Janine Small sagte am 10. Oktober vor dem EU-Parlament aus, dass der Impfstoff nie darauf getestet wurde, die Übertragung zu verhindern. Es heißt aber überall, lass dich impfen, schütz dich und vor allem andere. Das ist, auf gut Deutsch gesagt, Bullshit. Ist eine klare Lüge und sie verbreiten sie immer noch. 3 Tage später, also am 13. Oktober, bestätigte die Europäische Kommission in einer offiziellen Anhörung, dass die Impfung weder vor einer Übertragung noch vor einer Ansteckung schützt. Die Weltwoche hat dies sogar berichtet und geteilt, aber der Artikel wurde dann komischerweise in allen sozialen Medien gelöscht. Hier seht ihr ganz deutlich, wie das Volk gelenkt und verarscht wird. Am 14. Oktober dann die nächste Hiobsbotschaft. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ursula von der Leyen wegen korrupter und überteuerter Geschäfte mit den Impfstoffherstellern. Zulasten der Steuerzahler natürlich. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das ist doch ein Skandal, dass die Sachen in den Medien nicht aufgearbeitet werden, finde ich. Die Impfung schützt also laut EU weder vor einer Ansteckung noch vor einer Übertragung und Uschi von der Leyen wird wegen illegaler Impfstoffdeals ermittelt und keiner berichtet darüber.
Wir werden also nicht nur belogen, es werden auch Milliarden von Steuergeldern herausgeschmissen, die Bürgerrechte gebrochen, die Verfassung wird gebrochen und dazu kommen dann noch die ganzen Impfschäden und Todesfälle. Also wenn ihr das Gefühl habt, nicht in diese Welt zu passen, Freunde, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr hier seid, um eine neue Welt zu schaffen. Es sind nämlich fast immer die Sachen, die man nicht gemacht hat, die einem später am meisten wehtun. Jetzt hat unser toller Wirtschaftsminister Habeck und Cum-Ex Scholz also mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen Gaslieferungen verhandelt, weil wir ja niemals wieder Gas aus Russland kaufen wollen. Aber ein einziger Tanker, der das Gas nach Deutschland liefert, ist mehr als 10 Tage unterwegs und verbraucht dabei 320 Tonnen Rohöl pro Tag. Das sind also in 10 Tagen 3200 Tonnen Rohöl, das in die Luft geblasen wird. Der CO2-Ausstoß dabei entspricht dem von allen Autos dieser Welt in 5 Jahren. Aber wir sollen weniger Autos fahren, uns mit einem Lappen waschen und in die Dusche pinkeln. Habt ihr schon mal von einem Klimaaktivisten gehört, der sich an einen Öltanker klebt? Das ist also die Grünen-Politik, die wir angeblich alle gewählt haben. Also für mich gibt es nur einen Grünen, den ich gut finde. Und das ist Kermit der Frosch. Hier mal ein paar kurze Fakten über das CO2, das die Pflanzen für die Photosynthese, also zum Überleben, brauchen. Wir haben 0,038% CO2 in der Luft. Davon produziert der Mensch selber etwa 96%. Der Rest, also 4%, der Mensch. Das sind also 4% von 0,038%, also 0,00152%. Und der Anteil für Deutschland dabei beträgt 3,1%. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deutschland beeinflusst mit 0,00471% das CO2 in der Luft. Also das sagen euch die Grünen nicht und die Klimakleber wissen es nicht. Also mir kommt es so vor, als leben wir hier in einer offenen Psychiatrie. Die schweren Fälle sitzen in der Regierung und der Nachwuchs klebt auf der Straße. Und als ob das alles noch nicht genug ist, plant unsere Götterregierung ab 2023 unsere Häuser für die Grundsteuer neu zu bewerten. Die geplante Enteignung und totale Kontrolle läuft also auf Hochtouren. Denn durch die Neubewertung steigt dann auch die Erbschaftssteuer, die Erben dann zu zahlen haben. Und das um fast 400%. In Zahlen ausgedrückt heißt das, im Beispiel eines freistehenden Einfamilienhauses steigt dann die Steuer, die wir durch unsere guten Politiker zu zahlen haben, von derzeit 9.625 Euro auf schlappe 57.855 Euro. Also nochmal für alle, die das nicht verstanden haben, wenn ihr eurem Kind nächstes Jahr euer Haus vererbt, dann sollen eure Kinder dafür fast 58.000 Euro an den deutschen Gottesstaat bezahlen. Während sich unsere Politiker immer wieder die Diäten erhöhen und BioNTech 54 Milliarden Euro Gewinn macht. Aber auch die Grundsteuer selbst wird dramatisch höher. Diese zahlen dann nicht nur die Hausbesitzer, sondern auch die Mieter. So haben dann alle etwas von den Wohltaten unserer Bundesregierung. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, oder? Also ihr könnt euch natürlich alle sicher sein, dass mit euren Steuereinnahmen sorgsam umgegangen wird, während sich die Globalisten mit unseren Geldscheinen den Arsch abwischen. Und jeder, der hier vorbeigeht und vielleicht den Kopf schüttelt über uns, wir sind hier alle verarscht worden. Ihr genauso wie ihr. Und das wisst ihr auch. Und ich sage euch ganz klar, wenn wir jetzt nichts tun, werden immer mehr unserer Kinder lieber Selbstmord begehen, als alt zu werden. Und wenn ihr jetzt nicht die Augen öffnet zum Sehen, dann werdet ihr sie bald zum Weinen benutzen müssen. Also noch zwei Sachen, die mir am Herz liegen. Habt ihr zum Beispiel vom Iran gehört? Da wurde eine Frau von der Polizei festgenommen, weil sie ihren Schleier nicht richtig getragen hat. Diese Frau ist dann im Polizeigewahrsam wegen übler Misshandlungen verstorben. Daraufhin folgten dann Riesendemonstrationen für Frauenrechte und 14.000 Demonstranten wurden dabei festgenommen. Und was denkt ihr, was mit diesen 14.000 Menschen geschieht? Ich sag euch, alle 14.000 Menschen werden hingerichtet.
Das wurde im iranischen Parlament mit 280 zu 50 Stimmen beschlossen. Und wo bleibt hier der Aufschrei? Warum marschiert eigentlich keiner in den Iran ein? Die Männer, die angeblich Ehre und Eier in der Hose haben, schauen anscheinend lieber in die Ukraine. Und da die Tötung einer Jungfrau im Iran übrigens als Sünde gilt, wird sie vorher dann noch schnell zwangsverheiratet und vergewaltigt. Außerdem soll es verhindern, dass die Frauen ins Paradies kommen. Es ist den Frauen im Iran ebenfalls verboten zu singen oder zu tanzen, da dies ja die Männerwelt erregen könnte. Seit dem Beginn des Mullah-Regimes wurden im Iran 4000 Homosexuelle zum Tode verurteilt. Aber Leute, stimmt ja, Putin und alle Russen sind hier noch viel, viel, viel schlimmer. Und Zelensky und seine Schauspieltruppe verteidigt gerade die Demokratie und die Menschenrechte der ganzen Welt. Kämpft auch noch stellvertretend für die Frauen im Iran und verhindert die Klimakatastrophe. Und habt ihr gehört, was unser feministisches, deutsches Superhirn Annalena Plackrock zum Iran sagt? Die Unterdrückung der Frauen habe nichts mit Kultur oder Religion zu tun, sagt sie. Ah ja, womit denn sonst, Annalena? Also wie der ein oder andere, der mich kennt, wahrscheinlich weiß, also ich bin halb Sizilianer, mein Vater kommt von dort unten und ich bin so gut wie jedes Jahr ein paar Wochen dort. Ich war auch an den Häfen, die ganzen Flüchtlinge aufnehmen, die übers Mittelmeer kommen. Und ich habe mich früher schon immer gefragt, wie ich das einordnen soll. Die können doch nicht alle nach Europa, aber man muss diesen Menschen doch irgendwie helfen. Also die neue italienische Ministerin Meloni hat dazu einige Details erklärt, die ich euch gerne weitergebe, weil sie auch zum Thema Wahrheitsfindung beitragen. Wusstet ihr, dass Frankreich eine zweite Währung namens CFA-Franc besitzt? Dieser CFA-Franc ist die Kolonialwährung, welche Frankreich für seine 14 afrikanischen Kolonien druckt und mit deren Hilfe sie die Ressourcen dieser Staaten ausbeutet. In Burkina Faso zum Beispiel arbeiten kleine Kinder in Goldminen. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder dieser Welt und Frankreich druckt den CFA-Franc für dieses Land, obwohl Burkina Faso eigenes Gold hat und keine finanziellen Sorgen haben sollte. Paris verlangt aber, dass 50% von allem, was Burkina Faso exportiert, in die französische Staatskasse fließt. Das Geld, was die kleinen Kinder also in diesen Minen abbauen, das Gold, was die kleinen Kinder in diesen Minen abbauen, landet also größtenteils in der französischen Staatskasse. Die Lösung kann also nicht darin bestehen, die Afrikaner nach Deutschland und nach Europa zu bringen, sondern die Lösung kann nur sein, Afrika von den europäischen Ländern zu befreien, die es gnadenlos ausbeuten. So sieht's aus. Die Verbrechen fangen in unseren eigenen Reihen an, und zwar bei den europäischen und amerikanischen Regierungen, die meinen Gott spielen zu wollen. Und die Gefahr für die Welt sitzt nicht in Afrika oder im Kreml, sondern in den Politpalästen und vor allen Dingen Kopfnicken vor der Tagesschau. Also Freunde, ich würde natürlich lieber hier stehen und euch von Rosa Wölkchen und vom Seelenhai berichten, aber alle diese Sachen passieren derzeit auf dieser Welt, ob wir davon erfahren oder nicht. Und irgendwie fühle ich mich in der Pflicht, euch darüber zu berichten. Man könnte natürlich auch einfach wegsehen, so wie es die meisten anderen tun. Das wäre natürlich praktisch, denn man kann ja eh nichts daran ändern. Meine Meinung ist aber eine andere. Wenn man einfach schweigt und gehorcht, wird sich niemals etwas ändern. Deshalb mein Appell an euch alle. Spielt nicht mehr mit. Geht auf die Straße, vernetzt euch. Zahlt keine GEZ mehr. Unterschreibt Petitionen, sagt Nein. Informiert euch, geht spazieren, geht auf Demonstrationen und recherchiert selber. Klärt andere Leute auf, auch wenn sie euch als Schwurbler oder rechtsextrem beschimpfen. Und genau diese Leute, die euch beschimpfen, wünschen sich anscheinend so sehr, dass dieses Virus tatsächlich real ist oder etwas ist, was es nicht ist, nämlich eine tatsächliche Bedrohung, die ihr Verhalten und das Trauma, das sie sich und ihren Kindern angetan haben, rechtfertigt. Die meisten würden lieber weiter mit der Lüge leben, als zuzugeben, dass sie sich haben manipulieren und verarschen lassen. Aber wer etwas will, findet Wege. Und wer etwas nicht will, der findet Gründe. Also die Welt ist zu einem sehr seltsamen Spiel geworden. Und das Beste und der beste und siegreichste Schachzug ist, einfach nicht mehr mitzuspielen. Ich sage, die Zukunft wird denen gehören, die als Verschwörungstheoretiker oder Querdenker gelten. Das war schon immer so.
Auch wenn es nicht so schnell leichter wird, so werden wir zumindest stärker. So, Freunde, ich habe hier noch einen Beitrag zum Thema Deutschland. Das sind noch ungefähr 5 Seiten. Die lese ich euch gleich vor. Jetzt machen wir erstmal gerade eine kleine Pause und lassen kurz ein bisschen Musik laufen und dann geht's kurz weiter. Danke. Euch doch längst entschieden für die Eskalation. Ihr wascht in Unschuld eure Hände, doch an ihnen klebt Blut. Auch wenn ihr weiße Tauben sendet, in Wahrheit wollt ihr gegen das Herz und den Verstand, gegen die Menschen in diesem Land, gegen die, die noch nicht geboren sind. Es ging nie um den Planeten, schon gar nicht um die Kreatur, in der Nachhaltigkeitsagenda wird vom Schöpfer jede Spur. Es ging uns nie darum, den Hunger oder die Armut zu besiegen. Ihr sitzt bequem in eurem Bunker und wartet auf den Krieg. Gegen das Herz und den Verstand, gegen die Menschen in diesem Land, gegen die, die noch nicht geboren sind, gegen den, der euch den Atem schenkt. Dass die Bomben fallen, Feindbilder und Peace-Zeichen pflanzen die Pädagogen in die Hirne unserer Kleinsten. Krieg gegen das Herz und den Verstand, Krieg gegen die Menschen in diesem Land, gegen die, die noch nicht geboren sind. Gegen das Herz und den Verstand, gegen die Menschen in diesem Land, gegen die, die noch nicht geboren sind, gegen den, der euch den Atem schenkt. So, Leute, ich bitte euch jetzt erstmal unseren neuen Stargast hier zu begrüßen. Ich habe eben noch gesagt, dass Kermit der Frosch der einzigste Grüne ist, den ich gut finde. Da ist er, unser erster deutscher grüner Trommler, speziell für Wittlich. So, liebe Freunde, also ich habe euch jetzt ganz bewusst nicht so sehr viel vom Ukraine-Krieg erzählt. Das habe ich eigentlich schon oft genug. Aber zum Abschluss erzähle ich euch lieber diesmal etwas über Deutschland. Und ich fordere euch alle auf, selber darüber zu recherchieren. Wir in Deutschland sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen, da wir von den Alliierten besetzt waren. Im Jahr 1955 wurden dann die Pariser Verträge geschlossen, die das Besatzungsstatut aufgehoben haben, weil Konrad Adenauer damals seiner Bevölkerung zeigen wollte, damit ist jetzt Schluss.
Die USA wollten aber im Gegensatz zu Russland fast keines ihrer Rechte abgeben. Deswegen sind Geheimabkommen geschlossen worden, die niemals aufgekündigt wurden. Außenminister Genscher hat am 3. Oktober 1990, also am Tag der deutschen Wiedervereinigung, im Auftrag der fünf Alliierten die Bundesrepublik Deutschland bei der UNO abgemeldet und anstelle dessen Deutschland Germany angemeldet. Der Status von Deutschland Germany seit Anmeldung durch Genscher bei der UNO ist eine Nichtregierungsorganisation. Der Eintrag Deutschland Germany ist nicht handlungsfähig und ein Staat mit dem Namen Bundesrepublik Deutschland existiert bei der UNO nicht. Aber das war es nämlich ganz mit der Täuschung durch die Politik. Die Vertretung, die Deutschland als Nichtregierungsorganisation völkerrechtlich vertritt, hat sich selbst den Namen BRD gegeben. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Olaf Scholz ist Geschäftsführer einer Nichtregierungsorganisation. Und bevor mir jetzt jemand wieder vorwirft, ein Rechtsradikaler zu sein, das, was ich euch jetzt gerade zum Thema Deutschland gesagt habe, sind nicht meine Worte, sondern Zitate von Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel und Gregor Gysi. Die Täuschung der Bewohner in diesem Land ist ohne Beispiel. Offiziell wurde die Firma BRD also am 3.10.1990 von Hans-Dietrich Genscher abgemeldet und aufgelöst. Im Juni 2006 urteilte dann der Internationale Strafgerichtshof für Menschenrechte in Den Haag über eine Feststellungsklage eines gewissen Mustafa Selim Syrmeli, dass die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht existiert und weder ein Staatsgebiet noch ein Staatsvolk hat. Heute ist Germany im Unternehmensregister von Arizona mit der Handelsregisternummer L188465070AZ mit einem registrierten Vertreter namens James B. Germany eingetragen. Das hat gar nichts mit rechter Hetze zu tun, das sind einfach nur Tatsachen. Und vor dem Hintergrund, dass der Staat BRD nie gegründet wurde, darf man sich doch auch die berechtigte Frage stellen, ob ein verfassungsgebender Gesetzgeber und verfassungsgemäße Gesetze, Anordnungen und sonstige Vorschriften überhaupt existieren. Und vor allem, ob nicht sogar alle Wahlen seit 1945 null und nichtig sind. Also viele Leute denken ja, dass mit dem 2+4-Vertrag alles geregelt wurde. Deshalb habe ich mir den Vertrag mal genauer angesehen. Der 2+4-Vertrag heißt so, weil der Vertrag zwischen der BRD und der DDR und den vier Alliierten am 2.9.1990 abgeschlossen wurde. Er trat dann am 15. März 1991 in Kraft und umfasst 10 Punkte. Die wichtigsten Regelungen in diesem 2+4-Vertrag waren folgende. Erstens, die Souveränität Deutschlands wird wiederhergestellt. Damit wird Deutschland zum eigenständigen Subjekt auf der internationalen Bühne. Zweitens, die Vollmachten und Verantwortung der vier Hauptalliierten in Bezug auf ganz Deutschland werden damit vertraglich beendet und die Reste des Besatzungsstatutes somit beseitigt. Also es klingt ja bis dahin ganz gut, aber es bleiben weiterhin vier Einschränkungen der deutschen Souveränität in Kraft, die noch im Deutschlandvertrag von 1952 durch die Westalliierten festgelegt wurden. Diese Einschränkungen sind erstens Verbot der Volksentscheide über militärpolitische Fragen des Landes. Deutsche haben also kein Recht zu entscheiden, zum Beispiel eine US-Militärbasis im Land zu haben oder nicht zu haben. Deutsche haben auch kein Recht zu entscheiden, eine strategische Luftwaffe zu haben oder die eigene Armee zu vergrößern. Zweitens, Deutschland hat kein Recht, den Abzug ausländischer Truppen aus Deutschland zu verlangen. Die Sowjetunion hat sich damals dazu entschieden, ihre Truppen freiwillig abzuziehen. Bis 1998 hatten die Westalliierten übrigens auch das Recht, die deutsche Regierung über ihre Truppenbewegung innerhalb Deutschlands nicht zu informieren. Erst 1998 haben die Amerikaner die Zustimmung erteilt, die BRD-Regierung über die Bewegungen ihrer Truppen zu informieren. Drittens, Deutschland wird verboten, außerpolitische Entscheidungen zu treffen, ohne dies zuvor mit den Siegermächten abzusprechen. Der 2+4-Vertrag verbietet Deutschland, die außenpolitischen Handlungen der Siegermächte zu bewerten oder zu kommentieren. Und die letzte, vierte Entscheidung der Einschränkung der deutschen Souveränität durch den 2+4-Vertrag verlangt,
dass die Truppenstärke der Bundeswehr auf höchstens 370.000 Soldaten beschränkt wird. Aber ich muss auch dazu was sagen. Wir gehen eigentlich auf die Straße für den Frieden. Und wenn wir jetzt untereinander schon anfangen, uns gegenseitig zu kritisieren oder aggro untereinander werden, das bringt uns alle nicht weiter. Da werden jetzt ein paar Aufnahmen eingespielt zu dem, was ich sagen werde. Willst du das Mikro einhängen? Ja. Bilder. So. So, ich fange dann jetzt mal an. Warum? Es wird immer viel über die kritische Wirtschaftslage berichtet. Aber ich möchte darauf eingehen, wie sich manche Menschen fühlen. Familien, Freundschaften gehen kaputt. Viele Firmen gehen pleite. Plötzliche Tode, Suizidrate steigt. Menschen mit psychischen Problemen bekommen Hilfe verwehrt. Kein Platz oder es heißt hoffnungslos. Wenn ich durch die Straßen laufe, sehe ich nur noch Menschen mit diesen leeren Gesichtern. Und das Schlimme ist, es trifft sogar unsere Kinder. Überfüllung Kinderheime, zu wenig Betreuung. Kinder laufen alleine, wenn keiner vor Ort ist. Kurz und bündig, es wird zugesehen, wie Menschen, insbesondere unsere Kinder, zugrunde gehen. Ich werde euch jetzt an mehreren Beispielen erklären, was passiert, wenn Menschen verzweifelt, die nicht gesehen wurden und es auch keine hören und sehen wollten, da jeder nur für sich sein will, die Empathie der Menschen fehlt. Selbst in der Schauspielbranche kenne ich einige, die diese Berg- und Talfahrt durchleben, aber gerade jetzt zu dieser Inflationszeit ganz extrem. Also wer mir auf Insta folgt, weiß, dass ich hin und wieder mal Workshops besuche von dem Francesco Medina aus Alles, was zählt. Und da sind auch viele Leute, wo ich sagen muss, die auch viel über Probleme klagen, auch speziell das Thema Depressionen. Und für Menschen, die schon immer feinfühlig sind für ihre Umwelt, ist diese Zeit sehr extrem. Und hier auf den Bildern seht ihr einen Akt purer Verzweiflung. Ein Freund von mir, Christoph, hat vom 28. auf den 29. September sein Haus in die Luft gesprengt. Das Seltsame war, dass ich an dem Abend zuvor vor dem Foto meiner verstorbenen Freundin stand und plötzlich hatte ich Weihrauchgeruch in der Nase und ich hatte ein komisches Gefühl in mir gehabt und um 2.40 Uhr auf einmal wachte ich auf durch die Feuersirenen und ich wusste, es geht um Christoph. Aber wie durch ein Wunder, er hat es überlebt. So, ich lasse euch gerade eben das Bild meiner Freundin durchgehen, weil es ist mir sehr wichtig, dass es erhört wird, wie es ihr ergangen ist. Ich möchte, dass die ganze Scheiße ein Gesicht kriegt. Was mit den Menschen hier passiert. Bei meiner Freundin war es leider anders. Sie verstarb am 26.08.2020 auf den Gleisen am Bahnhof in Speicher. Ihr wurde jegliche Hilfe verwehrt. Sie stand nach dem Suizidversuch im Krankenhaus in Gerolstein. Sie wurde mit Polizeibegleitung gebracht. Und trotzdem fragt ein Arzt,
Wollen Sie bleiben? Ich frage mich wirklich, wo sind wir angekommen, dass man das noch fragen tut? Das muss doch mal rauskommen, weißt du? Wir sind nämlich eben Menschen und wir sollten eigentlich alle zusammenhalten, weißt du, auch in Wittlich hier. Ja. Ja. Dazu, was ist denn passieren da? Sie sagte dann natürlich, nein, ich möchte auf die Offene. Da hieß es, geht nicht. Sie nehmen ihre Unterschrift und das Krankenhaus nahm ihre Unterschrift und sicherte sich so ab. Als ich selbst nachhakte, warum diese Geschichte so verlaufen ist, hieß es, sie ist ein hoffnungsloser Fall. Sie war erst 33 Jahre alt und hatte 2 Töchter. Sie stand stundenlang vor diesem Krankenhaus, aber vergebens, weil sie hatte sich im Nachhinein überlegt, ich möchte doch die Hilfe annehmen. Sie ließen sie nicht mehr rein. Sie ist jetzt tot und es hat eine schwere Lücke hinterlassen, vor allem für ihre Kinder. Sie haben keine Mama mehr. Ihre Jüngste ist jetzt im Heim. Alles zieht seinen Kreis. Ich gebe dem Staat und einigen Menschen die Schuld mit daran, dass sie nicht ernst genommen wurde. Und jetzt ein prominentes Beispiel, auf das ich eingehen möchte. Aaron Carter. Wer kennt ihn noch? Der kleine, süße, blonde Junge mit Songs wie Crush on You and I Miss You Girl wurde er bekannt. Auch ich habe ihn geliebt. Er war der Liebling der 90er. Ich bin einfach nur geschockt und erbost darüber, wie einfach nur zugesehen wurde, trotz Hilferufe und vermehrter Videos, wo er gemobbt wurde von seiner Ex-Freundin. Sie wünschte ihm den Tod. Wie egozentrisch sind diese Menschen geworden? Dieser TikTok bekam 1000 Likes, mehr wie 1000 Likes und jeder hat zugesehen, wie dieser Mensch kaputt ging. Dieses Video, ja, ich verstehe es nicht. Man kann sagen, warum macht die sich darüber Gedanken? Und was hat das mit uns zu tun? Ich finde sehr viel, denn gerade in dieser Zeit verzweifeln immer mehr Menschen. Ob junge, alte Menschen, wir sollten mehr Acht aufeinander geben und uns gegenseitig Halt geben. Das ist es, was zählt und wichtig ist. Und diese Menschen nicht abstempeln, warum sie so sind. Bei Aaron hat viel die Vorgeschichte ausgemacht. Es fing an in der Kindheit, an die ich könnte heulen, da es mich persönlich etwas triggert. Er bekam nur Liebe, wenn Leistung erfolgte. Mit 9 Jahren wurde er schon unter Drogen gesetzt von der eigenen Mutter. Und seine Schwester missbrauchte ihn. Und mit 12 wurde er von seinem Vater mit der Pistole bedroht, für den nächsten Vertrag zu unterschreiben, damit die Kohle läuft. Was muss diese arme Kinderseele ertragen? Und jeder dachte, dem ging es doch so gut. Aber es war das absolute Gegenteil. Sein Leben war der reinste Schein. Der Einzige, der es schaffte, aus dieser Familie auszubrechen, war sein Bruder Nick. Aber auch er leidet. Und auch in dieser Gesellschaft wird viel vertuscht. Und Menschen mit weichen Antennen werden systematisch ausgelöscht. Und es ist interessant zu hören, dass er seine Memoiren veröffentlichen wollte. Er hat nämlich einen Kinderpornoring aufgedeckt. Und plötzlich ist er tot. Das finde ich äußerst seltsam. Da wir leben ja leider in einer Gesellschaft, wo man seine Meinung nicht mehr frei äußern darf. Vielleicht ist es eine Spekulation von mir, aber ich habe das seltsame Gefühl, dass er in den Tod getrieben wurde. Er suchte Hilfe in einem Video, rief er seinen Freund an, aber er bekam sie nicht. Er ließ ihn allein, trotz des Psychoterrors, den er hatte mit seiner Ex. Für mich unbegreiflich. Aber 2 Tage danach konnte er mit der Ex die Wohnung räumen.
Er wurde verraten, verkauft und alleingelassen. Er hatte auch Depressionen. Ich nenne es auch, seine Seele hatte Krebs. Und so geht es vielen Menschen. Gebt diesen Menschen ein Gesicht, die an Depressionen leiden. Es kann jeden von uns treffen. Mir wurde oft gesagt, du bist einfach zu sensibel für alles. Du nimmst dir alles zu sehr zu Herzen. Aber mittlerweile bin ich stolz drauf, dass ich so bin, wie ich bin. Und ein kleiner Rat von mir, man kann nicht immer sagen, man kann nicht immer sagen, dass man jeden retten kann. Es stimmt leider. Bei meiner Freundin war es leider auch so. Aber man kann versuchen, Liebe und Halt zu geben. Weil das ist es doch, was man braucht zu dieser Zeit. Und jetzt sage ich nochmal Danke an Flo. Ich bin öfters mit ihm unterwegs und durch ihn habe ich auch wieder Freude gefunden. Und ja. Sag ich gerade auch noch ein bisschen was dazu. Caro hat mir irgendwann mal geschrieben, wenn du nicht gewesen wärst oder wenn du mich nicht so viel mitgeholt hättest, ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre. Und da ist mir schon ein bisschen komisch geworden. Und ich bin froh, wenn ich, egal ob nur einem oder mehreren Menschen helfen kann, einfach nur, um sie mit rauszunehmen und zu zeigen, wie die Welt aussieht. Ich hab's am Mittwoch in Trier auch gesagt, ich bin so froh, dass ich euch kennengelernt habe. Wir haben in den letzten 2 Jahren eigentlich gemacht, was wir wollten. Egal, was die Politik gesagt hat. Wir haben Spaß gehabt in Zeiten, wo die Politik den Schafen gesagt hat, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben. Und jetzt zu jedem möchte ich auch nochmal was sagen. Derjenige, der jetzt gerade Wut und Brand abgehauen ist, hat in Trier auf dem Hauptmarkt gesagt, Sachen wie, wir müssen aufhören damit, du passt mir nicht, deine Haare passen mir nicht, dein sonst irgendwas, wenn wir so weitermachen. Ich habe die Rede, werde ich noch online stellen, aber der Jürgen hat sie da auch aufgenommen. Derjenige ist jetzt gerade abgehauen, weil jemand wie Markus, auch wenn es jetzt gerade scheiße rüberkam, ehrlich gesagt hat, wie er die Sache gerade sieht. Ich glaube, das war von seiner Seite auch nicht böse gemeint, aber man muss einfach mal irgendwann sagen, was man denkt. Ich verstehe das vollkommen. Ich verstehe auch, wenn Leute aus irgendwelchen anderen Gründen keine Lust haben, mehr hier hinzukommen. Aber Leute, ihr habt es vorhin am Anfang mitbekommen. Zum 40. Mal stehen sie hier. Sie machen sich Arbeit, so wie wir das in Trier oder in Bitburg oder sonst irgendwo gemacht haben. Markus macht auch viel organisatorische Sachen. Aber dann gibt's immer wieder Menschen, die sich beschweren, weil denen irgendwas nicht passt. Ja, es ist gerade schweinekalt, aber was haben wir denn in den letzten 2 Jahren gemacht? Da war es auch nicht viel wärmer. Sieht jetzt so aus, als hätte ich nicht viel an, aber ich habe noch 2 Pullis, T-Shirt, Unterhemd drunter, 2 Hosen und mir ist trotzdem noch ein bisschen kalt, aber es geht einigermaßen. Bei Heinz bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja. Ich glaube, Tom hat im Moment ein Problem mit sich selber. Ich habe ihn noch mittwochs im Grimm gesehen und freitags oder samstags schickt er mir eine 8 Minuten lange Sprachnachricht auf Telegram, wo er quasi mir das ganze Paket nochmal präsentiert, was ihm an mir gestört hat, weil ich mich wegen Sachen bei ihm beschwert habe. Ich glaube, der hat da manche Sachen noch ein bisschen falsch aufgefasst, aber ich habe ihm einfach nur in der Sprachnachricht dann gesagt, wir werden doch wohl imstande sein, das persönlich zu klären, weil ich bin kein Typ, der Sachen über WhatsApp oder über sonst irgendeinen digitalen Kanal klärt und es ist leider noch nicht zu einem Gespräch gekommen. Vielleicht braucht er auch mal ein bisschen Abstand oder Ruhe. Er scheint jemand zu sein, der sich auch schnell aufregt. Aber er hat auch eben Sachen schon beigetragen. Ja, jeder bringt irgendwie seine Probleme mit. Es gibt auch Menschen, die aus solchen Gründen einfach nicht mehr kommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil ich habe es auch schon am Mittwoch gesagt, wir haben uns im Team Freiheit Trier, was glaubt ihr, wie oft wir uns schon gestritten haben wegen Sachen. Aber wir sind ehrlich miteinander umgegangen und wir haben uns immer wieder vertragen. Deswegen bestehen wir auch noch so, wie wir jetzt heute sind.
Und da haben sich eben zurückgezogen aus körperlichen, geistlichen oder sonstigen Gründen. Es gibt ja auch welche, die haben Kinder und mittlerweile wieder Arbeit. Ich war auch so halb wieder arbeitstechnisch im letzten halben Jahr unterwegs. Ja, aber es gibt auch Menschen, die könnten jetzt da sein. Die machen sich gerade gemütlich, Wellness hier, Urlaub da. Aber was ist, wenn es das alles nicht mehr gibt? Vielleicht wollen die auch jetzt die Zeit noch genießen, weil sie eben davon ausgehen, dass es bald nicht mehr so ist. Aber ich gehe weiterhin, auch nächstes Jahr. Und so wie ich letztes Jahr meinen Geburtstag gefeiert habe, will ich auch am 19. Dezember, das ist ein Montag, mit euch auf dem Biederplatz feiern. Wer will, kann kommen. Ich bringe ein paar Leckereien mit. Meine Wohnung ist wahrscheinlich zu klein für die Menge an Leuten, die da sein wird. Deswegen freue ich mich, wenn ihr kommt. Danke euch beiden, Caro und Flo. Ich würde jetzt Markus die Gelegenheit geben, noch ein paar Worte zu sagen, wenn er es denn möchte. Du wärst dann aber heute unser letzter Redner, weil ich denke, es ist allen kalt hier am Platz. Und ich würde euch ruhig dann danach auffordern, bleibt noch ein paar Minuten. Wir lassen noch ein bisschen Musik laufen und ihr könnt auch noch was essen und trinken bei uns und euch unterhalten. Lasst dem Markus mal noch die Gelegenheit, auch noch was zu sagen. Liebe Mitstreiter, mein Temperament ist eben mit mir durchgegangen. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich das nicht bösartig meine. Tino, das war nicht sehr schön, auch nicht gegen dich persönlich gerichtet, entschuldige. Aber wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn wir hier stehen unter uns, wir sind alles Mitstreiter, und dann ist es wirklich meiner Meinung nach angebracht, wenn wir gucken, dass wir die Redezeiten etwas begrenzen. Ich hätte mich gefreut, wenn Tom nicht weggelaufen wäre. Es ist leider so, wenn viele Individuen aufeinandertreffen, dann ist jeder anders. Und wo viele Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenkommen, da muss es Schnittmengen geben. Das ist ein Prozess, den man führen muss. Also es tut mir leid, dass ich da eben so reingebrüllt habe. Ich bin froh, dass wir hier sind, dass ihr Wittlicher das organisiert und weitermacht. Es wäre mir aber wirklich wichtig, wenn ihr euch Gedanken macht, wie ihr die Leute erreicht. Und zwar nicht so, dass sie einfach hier vorbeigehen, sondern die Botschaften, die ihr zu sagen habt, auch ankommen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, um das deutlich zu machen, als wie, dass wir uns gegenseitig mit Infos versorgen, die wir eigentlich schon haben. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich möchte euch bitten, nicht so zu reagieren, wie Tom jetzt reagiert hat und weggelaufen ist. So unterschiedlich wie wir sind, lasst uns weiter aufeinander zugehen. Und meine Entschuldigung kommt von Herzen, tatsächlich, wenn es auch sich nicht so anfühlt für dich. Ja, okay, nur noch gerade kurz ein paar abschließende Worte von mir. Also dann können wir das Thema auch von mir aus echt begraben. Also ich nehme die Entschuldigung an. Ich muss auch sagen, du hast mich echt aus dem Konzept gebracht eben. Passiert mir eigentlich selten, aber du hast es geschafft. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut von dir, weil Kritik nehme ich auf. Die hättest du mir vielleicht aber auch persönlich sagen können, aber vielleicht jetzt nicht so in der großen Runde, aber ist egal, schwamm drüber, du hast dich entschuldigt, für mich ist die Sache gegessen, okay? Alles klar. Also der Tom und ich, wir werden in jedem Fall weiterkämpfen, jeder auf seine Weise und doch zusammen, und das machen wir und ihr alle auch. Der Tino! Ja, Freunde der Freiheit, was soll ich dazu sagen? Ich denke, unsere heutige Demo spiegelt im Grunde genommen doch nur den Zustand des Widerstandes, den wir im Moment haben. Wir sind zurzeit nicht die Stärksten auf der Straße, aber das soll uns nicht entmutigen. Wir sind da, genau, und wir bleiben da. Vor ein paar Monaten wurde so ein Wutherbst angekündigt. Der ist jetzt nun leider ziemlich ausgefallen. Wir haben beim letzten Mal in den Raum gestellt, vielleicht mal einen Umzug zu machen. Das werden wir
sicherlich noch mal ein bisschen verschieben, denn das wollen wir machen, wenn wieder mehr Menschen sich wehren wollen. Solange wir hier unter uns sind, macht ein Umzug wohl nicht so wirklich den Sinn. Eben wurde gesagt, also den beiden Vorrednern herzlichen Dank. Wir müssen natürlich vor allen Dingen zusammenhalten, auch wenn mal der eine und der andere aufeinander prallt. Oft haben ja auch beide gute Absichten. Und es ist auch wirklich nicht das Einfachste, unter einem Publikum, das ja eigentlich insgesamt recht gut informiert ist, immer wieder zwei Stunden lang was Interessantes zu bringen. Ich hatte selber darauf gehofft, mein Hövels-Vortrag, den ich gerne vorstellen wollte, wäre sowas Interessantes, aber das ist sicherlich eher etwas für das warme Sofa zu Hause, wo man sich das in aller Ruhe antun kann. Wie auch immer, für heute kann ich insofern unsere Demo beschließen. Ich freue mich natürlich über jeden, den wir beim nächsten Mal wiedersehen. Das wird nicht am 1. Januar sein, also nicht zum Neujahrstag. Das wollen wir uns dann doch nicht antun, sondern am darauffolgenden, am 8. Januar, dann hoffentlich wieder auf unserem gewohnten Platz an der Lisa, wo es ein bisschen mehr Laufpublikum gibt. Für heute von mir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und genau, wir haben ja noch, ein bisschen Glühwein und Kaffee ist vielleicht auch noch da. Die Plätzchen sind auch noch überhaupt nicht angegangen worden. Wir lassen noch mal ein bisschen Musik laufen. Die meiste Zeit hatten ja eigentlich die meisten unserer Besucher das Bedürfnis, sich untereinander zu unterhalten. Und das können wir auch gerne noch eine Dreiviertelstunde oder so weiterhin machen. Wir haben einiges abzubauen und wie gesagt, unser Tisch ist noch ein bisschen voll. Ne? Soweit für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.